Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir die Grundform für diesen Kuh- oder Ochsenkopf. Los geht's mit einer Luftmaschenkette, in die wir 4 Luftmaschen häkeln. Zuerst mal einen Fadenring machen und dann 4 ganz einfache Luftmaschen. Und dann beginnst du mit der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen und häkelst dort 2 feste Maschen rein. Also wir starten gleich mit einer Verdoppelung. Dann häkst du eine normale feste Masche in die nächste und dann kommen 4 feste Maschen in die letzte Masche bzw. in die allererste Luftmasche, die du gemacht hast. Eine Vervierfachung, also 4 feste Maschen hier rein und dann häkeln wir auf der Unterseite der Luftmaschenkette weiter mit einer festen Masche und in die letzte Masche kommen auch nochmal 2 feste Maschen. Hier in die allerletzte auch nochmal 2 rein und dann beendest du die erste Runde mit 10 Maschen insgesamt. In der nächsten Runde verdoppelst du die ersten beiden Maschen der Vorrunde, also du häkelst einmal 2 feste Maschen in die erste Masche und dann auch nochmal 2 feste Maschen in die zweite Masche. Dann kommt wieder eine normale feste Masche. Dann machst du 4 Verdoppelungen, also in die nächsten 4 Maschen kommen jeweils 2 feste Maschen. Vier Verdoppelungen insgesamt. Damit bewegst du dich dann wieder auf die Unterseite deiner Häkelarbeit. Dann machst du nochmal eine feste Masche nach den 4 Verdoppelungen. Und dann kommen nochmal 2 Verdoppelungen, also dann häkelst du nochmal 2 Zunahmen und dann beendest du deine Runde mit 18 Maschen insgesamt. Die nächste Runde starten wir auch wieder mit 2 Zunahmen, also die ersten beiden Maschen dieser Runde werden verdoppelt. Dann folgen 5 ganz einfache Maschen, also hier einmal quer rüber 5 einfache feste Maschen häkeln. Dann verdoppelst du 4 feste Maschen, also einmal 4 Verdoppelungen arbeiten, genau wie in der Vorrunde letztendlich auch an dieser Stelle. 4 mal 2 feste Maschen in die Maschen der Vorrunde. Und nach den 4 Verdoppelungen auch wieder 5 einfache feste Maschen hier quer rüber. Und dann beendest du die Runde auch nochmal wieder mit 2 Verdoppelungen, also 2 Zunahmen und hast dann 26 Maschen insgesamt. Jetzt folgen 2 ganz einfache Runden, nur mit festen Maschen, also 2 mal 26 Maschen häkeln. Ich zeige dir jetzt hier nur den Anfang der ersten Runde, denn das sind ganz einfache Runden ohne Zu- und Abnahmen und danach treffen wir uns gleich hier wieder. Die nächste Runde startest du dann mit 4 einfachen festen Maschen. 4 mal eine einfache feste Masche häkeln und dann arbeitest du eine Abnahme. Ich nutze dafür die unsichtbare Technik, die geht so. Du gehst in die vorderen Maschenschlaufen der beiden Maschen, die du zusammen häkeln möchtest. Ich zeige dir das hier einmal in Zeitlupe. Hast dann 3 Schlaufen auf deiner Nadel, ziehst deinen Faden durch die ersten beiden, hast nur noch 2 Schlaufen auf der Nadel und ziehst deinen Faden da durch. Dann folgen 3 ganz einfache feste Maschen. Dann wieder eine Abnahme. Ich nutze wieder die unsichtbare Technik, also in die vorderen Maschenschlaufen der Maschen, die du zusammenhäkeln möchtest, Faden durch diese beiden Schlaufen durchziehen, Faden nochmal durchziehen. Du kannst natürlich auch jede andere Abnahmetechnik nutzen, ganz wie es dir gefällt. Und dann machst du noch einmal feste Maschen bis zum runden Ende. Das sind dann also noch einmal 15 einfache feste Maschen und dann beendest du deine Runde mit 24 Maschen insgesamt. Jetzt folgen 3 ganz einfache Runden nur mit festen Maschen, also 3 mal 24 feste Maschen häkeln. Ich zeige dir jetzt hier wieder nur den Anfang der ersten Runde und dann treffen wir uns nach diesen 3 ganz einfachen Runden hier gleich wieder.
Die nächste Runde beginnst du mit 4 ganz einfachen festen Maschen. Dann verdoppelst du 6 Maschen, also arbeitest 6 Zunahmen, 6 mal 2 Maschen in jede Masche der Vorrunde. Und wenn du das hast, machst du noch einmal feste Maschen bis zum Rundenende. Das sind hier dann also noch 14 Maschen bis zum Ende der Runde. Und dann landest du bei 30 Maschen insgesamt. In der nächsten Runde häkelst du das Muster 4 einfache feste Maschen, eine Verdoppelung, insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende dieser Runde 30 Maschen hast. Ich zeige dir das Muster hier nur einmal, weil das eine Runde mit ganz regelmäßigen Zunahmen ist. Und danach treffen wir uns hier wieder. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 6. Masche, das heißt, du häkelst das Muster 5 einfache feste Maschen, eine Verdoppelung, insgesamt 6 Mal, sodass wir am Ende dieser Runde dann 42 Maschen insgesamt haben. Dann häkelst du 6 ganz einfache Runden, nur mit festen Maschen, also 6 mal 42 Maschen häkeln. Und wie gehabt zeige ich dir hier nur den runden Anfang und danach treffen wir uns dann hier wieder, also nach diesen 6 einfachen Runden. Und dann geht es auch schon los mit regelmäßigen Abnahmen. Das heißt, wir häkeln in der nächsten Runde jede 6. und 7. Masche zusammen oder anders ausgedrückt, wir häkeln das Muster 5 einfache feste Maschen, eine Abnahme 6 Mal, sodass wir dann am Ende der Runde auf 36 Maschen kommen. Und wie gehabt, zeige ich dir das Muster hier nur einmal. Du machst es insgesamt 6 Mal und nach dieser Runde treffen wir uns dann hier wieder. In der nächsten Runde häkelst du dann das Muster 4 einfache feste Maschen, eine Abnahme insgesamt 6 Mal, sodass wir dann am Ende der Runde nur noch 30 Maschen über haben oder anders ausgedrückt, du häkelst jede 5. und 6. Masche zusammen. In der nächsten Runde häkelst du dann jede 4. und 5. Masche zusammen oder anders ausgedrückt, häkelst 6 Mal 3 feste Maschen, eine Abnahme und danach haben wir nur noch 24 Maschen in der Runde. Für mich ist jetzt immer ein guter Zeitpunkt, um den Kopf schön auszustopfen, schön nach vorne in die Schnauze durch und dabei das Ganze auch schon gleich mal ein bisschen formen. Danach häkeln wir jede 2. und 3. Masche zusammen oder anders ausgedrückt häkeln eine feste Masche, eine Abnahme insgesamt 6 Mal, sodass wir nur noch 12 Maschen übrig haben. Dann wird nochmal gut ausgestopft, damit sich hier hinten auch keine Lücke ergibt. Und dann schließen wir unseren Kuhkopf mit 6 Abnahmen oder anders ausgedrückt häkeln 6 mal 2 Maschen zusammen. Nach dieser Runde kannst du deinen Faden dann abschneiden und durchziehen und dann zeige ich dir gleich noch einmal kurz, wie ich den Faden immer vernähe. Ich nehme ihn auf meine Nadel, gehe dann in die vorderen Maschenschlaufen der ersten 5 Maschen, also in alle bis auf eine letzte. Dann ziehe ich das Ganze schön zu, dann gehe ich in die vordere Maschenschlaufe der letzten Masche, mache dort einen Knoten und verstecke meinen Faden dann einfach irgendwo im Kopf. Und an der Stelle, wo er wieder rauskommt, kannst du ihn abschneiden. Immer gut darauf achten, dass der Knoten auch mit im Kopf verschwindet.
Danach häkelst du dann den Körper und die Beine der Kuh, und zwar genauso wie die vom Einhorn in einer anderen Anleitung von mir, die ich dir unten in der Infobox verlinke, die du auch über die entsprechende Kuh-Playlist findest. Und dann machen wir uns an die Hörner und die Ohren, die du hier in diesem Bild siehst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mithäkeln. Jetzt freue ich mich wie immer über deine Kommentare und Anregungen und natürlich auch, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben dalässt, wenn dir das Video gefallen hat. Und nicht vergessen, für mehr freie Häkelvideos einfach meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann!